Tja, und die Frage, ist das live? Ich hoffe doch sehr. Ich sehe nämlich gerade keine Übertragung. Ja, jetzt. Jetzt fängt er an mit Übertragen. Und jetzt pendelt er sich ein. Sehr schön. Hierauf zurück. Und wir machen mal ein Zauber. Jau! Es klappt. Nice! Nice! Und ja. Ich hab das da. In einer Webcam. Ja? Eine Logitech HD 720. Nee, die heißt C270 oder so. Auf jeden Fall reicht mir aus, das Teil ist gut. Hat auch genug gekostet für meine Verhältnisse. Und ich habe tatsächlich jetzt das Glück gehabt, die auch live in Aktion zu erleben, bevor ich sie mir gekauft habe. Und zwar bei meiner Chefin, als ich ihr Skype eingerichtet habe. Habe ich da gesehen, die hat das Ding und das Ding funktionierte echt gut. Die hat jetzt gerade mal so eine Latenzschwankung von einer halben Sekunde oder sowas, Reaktionszeit. Es ist recht gut. Mir reicht's. Mir reicht's. So, wir haben es übrigens heute den 18. Dezember 2015. Auf dem Bildschirm schneit's. Da draußen nicht. Ich war gerade hier in T-Shirt draußen. Hund rausbringen. Ich muss sagen, es hat mich nicht gestört. Es ging. Es ist zum Abfacken. Gestern auch Betriebsfeier gehabt. Der Ofen war an. Ich setze hier mal fort. Der Ofen war an, in dem Haus. Ich musste instant die ganze Zeit rausgehen, weil mir so warm war und draußen war es auch nicht gerade kühler. Ah, es war sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja. Ich muss die ganze Zeit gucken. Eigentlich will ich ein bisschen mehr zur Webcam gucken, da, ne? Aber das geht nicht, weil hier ist so der Bildschirm und hier ist der Bildschirm, auf dem ich zocke. Das heißt, ich muss ständig darüber gucken, wenn ich mit euch reden will, aber muss da auch gucken, wenn ich zocken will. Ich weiß nicht, ob das so günstig ist. Und ganz so in der Fresse wollte ich mir die Webcam nicht klemmen, weil dann hat sie so hinten die Belichtung. Das ist, glaube ich, nicht so ganz cool. Weil da fällt dann das Licht so und so. Passt schon. Machen wir so. Ja, ob es jetzt dauerhaft Webcam geben wird, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, jetzt ist alles auch noch sehr, sehr wüst hier. Friseur ist auch sehr fällig seit einer Weile. Ich bis jetzt natürlich nicht weiter geschafft. Und ja, jetzt hierzu, ich wollte einfach mal Rome 2 ausprobieren über Twitch. Mit der kleinen Problematik, dass es anfangs geklappt hat, als ich das Mikrofon nicht angeschlossen hatte. Und jetzt, als ich das Mikrofon angeschlossen habe, sagt er mir: Anmeldefehler, eventuell hast du deinen Namen oder du hast dein Passwort falsch eingegeben. Wenn das jetzt wieder mit Twitch anfängt, fange ich an zu kotzen. Das ist ja jetzt schon der Zweitkanal hier. Ich will irgendwann mal einen haben, der funktioniert. So, ach so, eine Runde weiter muss ich noch hier. Eine Runde weiter. Um hier was abzureißen. Wo war ich denn hier unten? Ich muss da kurz gucken auf die. Jawohl, Kilobits sind auch alle grün. Ey, das ist ja prima. Ist ja prima. Und das bei 60 FPS. Ich hoffe mal, dementsprechend ist übrigens die Grafik auch einigermaßen gut. Weil das, was ich mit Two Worlds bei 50 FPS probiert habe, das ging ja ein bisschen in die Hose. Ein grafisch eigentlich sehr schönes Spiel. Aber rein von der Umsetzung her war es dann kacke. So. Ach, hier geht aber auch noch ein Weg nach Rom, ne? Nee, dann lasse ich das. Das Römische Imperium greife ich jetzt erstmal noch nicht an, habe mir aber schon deren Stadt Patavium geholt. Gut, wie ich bin. Die haben dann tatsächlich mit drei Armeen versucht, hier anzugreifen, aber die konnten das halten. Fand ich richtig cool. Ich habe hier übrigens auch Mods drin. Ich habe nämlich keinen Bock auf Spione. Und den ganzen Kack, das versaut mir irgendwie immer das Spielfeeling. Die hasse ich total, die Leute. Und ey, was ist denn alles hier so mit Minus, Leute? Die haben aber alle 100. Ist ja blöd. Was haben wir hier? Kann ich nicht sehen. Sparta. Oh, Sparta schon in der Nähe. Ups. Ey, dann kann ich ja gleich mal Handel mit Sparta anfangen, wa? Wollen wir gleich mal gucken, wo sich
Sparta hat sich Thrakien und Mazedonien geholt. Makedonien, Entschuldigung. Makedonia. Aber Handel ist nicht möglich. Das ist kacke, weil Sparta so eine blöde Hauptstadtplatzierung hat. Das hatte ich auch das Problem, als ich mit Sparta immer gezockt habe. Handel war irgendwie nie möglich. Einheiten geil und sowas, aber man musste irgendwie immer gucken, dass man die Wirtschaft durch eigene Gebäude und sowas aufrechterhält. Hier zum Beispiel habe ich doch irgendwo Handelswege. Genau. Einmal ich, die germanische Konföderation, und dann einmal mit Skordiskern. Dann, ach, hier haben wir noch mehr. Liguren, Veneta und Eravisca habe ich auch noch. Geht einigermaßen. Und inzwischen konnte ich mir auch durch den Krieg mit denen, wir haben schon ihre Namen vergessen, so unwichtig sind sie, mit den Nerviern. Mit den Nerviern konnte ich mir da auch noch relativ guten Vorsprung sichern, weil der irgendwann auf die Idee kam, hey, greife ich mal die Sueben an, die haben nur drei Provinzen. Und ich dann so, ja, komm her. Ja, jetzt hat er nur noch eine Provinz, da oben bei Dänemark. Also um nicht Dänemark, aber bei. Es gehört noch zu Suebia, ja? Region Alabu, okay. Es gehört dann zu Alabu. Uah. Weg. Die Averna. Seid gegrüßt, mein Wollt Freund. Wollt ihr Handel? Setzt euch und regt mich mit euren Worten zu Ärger oder Zustimmung an. Ich bin sicher. Das war klar. Das war klar. Die wollen nicht. Kurz gucken, FPS. Alles cool und Übertragung auch eigentlich cool. Wird erst einbrechen, wenn wir die erste Schlacht haben. Dann sehe ich schwarz für die Übertragung, weil dann so viel auf dem Bildschirm passiert. Jetzt macht das nämlich auch noch eigentlich alles gut mit. Also, bin hier einigermaßen erfreut. Minus 31, du... Runde beenden. Ich habe KI-Bewegungen auch ausgestellt. Das spart immer extrem viel Zeit bei Runden weiter. Ausländischer Händler. Jawohl, er ist wieder da. Lassen wir doch handeln. Das bringt uns immer zusätzlich Knete. Krieg erklärt. Eravisca mit Sparta. Gut, sollen sie. Jo. So, was bauen wir denn mal hier Schönes? Ich weiß nicht. Ich weiß, dass ich plus 8 öffentliche Ordnung bei den Schreingebäuden kriege, aber ich weiß nicht, wie das ist mit 2 nur 4 öffentliche Ordnung durch heilige Quellen. Gibt schon wieder minus 2 Nahrung. Ich habe plus 8 Nahrung. Weil 16 öffentliche Ordnung. Das heißt, ich muss auf Heiligtum des Tyr gehen. Alles klar, plus 16 Kinder. Huch. So. 2 öffentliche. Nochmal 8 öffentliche. Den meinte ich nämlich. Heiligtum des Odin. Plus 8 war das. Oh. Das Frick bringt auch 16. Das ist schön. Was bringt der mir? Einmal. Ups. 4. 3. Und was war das? 6. Ja, dann nehme ich doch wieder. Ja, wer war das? Erstmal nach Heiliger Baum. Tor, glaube ich. Nee, eine Tür. Tür war das. Heiligtum des Tür. Och, die kleinen Pimmel. Entschuldigung. Muss jetzt wieder Truppen abziehen, oder was? Wart mal ab, mein Freund. Wart mal ab. Sobald meine Kavallerie wieder verfügbar ist, ne, bist du dran. Na, erstmal rüsten wir die Kavallerie noch mit Pferden der Stufe 3 aus. Ich leg's gar nicht darauf an, dass ich hier Waffenausrüstung kriege, aber irgendwie kriege ich das die ganze Zeit allein durch Eroberung der Städte. Finde ich sweet. So, aus Bagakum können wir die abziehen eigentlich, wobei dann die plus 8 öffentliche Ordnung wegfallen wahrscheinlich. Ja, der hat wahrscheinlich irgendwas mit öffentlicher Ordnung, aber das ist... Ja, plus 2 öffentliche Ordnung durch Charaktere. Plus 2 durch Situation in Garnison. Das heißt, fallen schon mal 4 öffentliche Ordnung weg. Ja, minus 14 am Arsch. Und dann durch die ganzen Truppen.
die natürlich auch die Ordnung aufrechterhalten. Das sind 19. Wenn ich die rausnehme, sind es nur noch 10. Das heißt, die können sich verteidigen. Das heißt, Blödmann und Blödkuh. Wobei, mache ich das mit denen? Weil die haben Artillerie. Und mit der Artillerie kann ich die mal richtig wegnatzen. Das heißt, wir ziehen euch einfach mal dahin. Ja, sehr schön. Flehwurm habe ich auch aktuellen Erlass erlassen. Das passt. Jo. Die Lichter Belenus. Ja. Aber hier ist schon wieder so ein feindlicher Kriegsherr. Anscheinend machen die doch irgendwas. Also ganz ausgestellt sind sie wohl nicht. Das ist ein bisschen irritiert. Okay. Okay. Gut, ich muss meine Ballisten immer beschützen. Ich hätte schon dreimal die Situation gehabt, dass ich die verloren habe. Nachtangriff. Jetzt werden wir sehen, was meine Hybridleitung so bringt. Schnee. Leitung? Ja, so 100 Kilobit zwischen wieder rauf. Das ist okay. Ich mach immer kritisches Auge hier unten hin. Das geht nicht, ey. So, wir warten noch mal eine Runde. Nochmal Schnee. Trocken. Trocken ist nämlich gut. Ich will nämlich unbedingt meine explodierenden Geschosse zum Einsatz bringen. Die Kampfgruppe wartet auf euer Geheiß. Sehr schön. Die Kampfgruppe wird strategisch einmal hier platziert. Und reicht dann schon fast bis an das Vor heran. Wie sind die denn alle platziert hier? Die kann ich auch gleich nicht mehr sehen, das weiß ich schon. Und dann machen wir noch einmal eine komplette Armee mit meiner Lieblingsformation. Und setzen die dann einfach mal hier hin. So. Ich hasse das, dass der General immer außen platziert wird. Warum? Der gehört doch hier in der Mitte oder so ein Quatsch. Das ist doch Schwachsinn. Germanische Jugendliche. Ich mag Brandpfeile. Brennender Schuss. Aber schlechte Nachladezeit und weniger Schaden. Also, Truppe ist auch nicht vollständig, merke ich gerade, nur 216 von 270. Das ist übrigens die andere Mod. Triple Size Unit, das heißt die dreifache Einheitengröße, sieht man auch an den Ballisten, sonst wären es hier 4, jetzt sind es 8, 12. Und, tja. Die, bei den Ballisten ist es schon richtig geil. Balliste! Damit ihr wirksam schießen könnt, solltet ihr da vorne hin. Läuft alles noch sehr schön. Ich sollte dieses blöde Untertitellaufband mal ausschalten. Sehr schön. Übrigens gerade schön 6 Toast und ein Brötchen mit Tomate Mozzarella verdrückt. Das war mein Frühstück. Nachdem ich gestern erstmal zig Rouladen, zig Knödel, zig Kartoffeln, zig Bohnen, zig Buletten gegessen habe, heute Morgen mit Bauchschmerzen aufgewacht bin, machst du erstmal Tomate Mozzarella. Hilft bestimmt. Es hat übrigens geholfen. Bauchschmerzen sind weg. Ja, Allheilmittel. So, wir können auch mal unsere Ground Troops. Warum der da ist, weiß ich nicht. Warum steht denn der bei der? Verstehe ich nicht, die Auflistung, Ordnung. Die Artillerie steht bereit. Artillerie anhalten, Feuer. Was soll denn der Scheiß schon wieder? Drehen sich schon wieder irgendwo hin. Aber wenn's losgeht, geht's los. Aber ihr sollt darin feuern, da haben wir größere Trefferrate.
liebe Artillerie. Einfach in die Mitte, dann trifft man immer irgendwas. Furchtlose Krieger! Adelskavallerie, oh Moment! Ganz vergessen, scheiß Plänkelmodus ausschalten, ich hasse Plänkelmodus. Und einen Schritt vorrücken lassen für besseres Feuern. Krieger! Euch setzen wir nochmal hier mit rein. Perfekt euch! Und wir müssen einmal... Das ist nämlich blöd. Echt nicht drauf geachtet. Das heißt... Dass ihr doch mal dahin geht. Weil hier haben wir die... Speere mit schwere Speerinfanterie sogar. Ich dachte, ich habe hier eine mittlere. Schön. So. Euch setzen wir schon mal um. In Schildwände. Ihr geht mal in bessere Nahkampfformation. Du machst Abwehr. Und die ganzen Bögen sind bereit. Alles klar. Weiter geht's. Wir beginnen mal mit dem Einkesseln. Langbogen. Oh, die können sich ja nicht bewegen, wenn sie... Okay, ich vergaß. Nachteil der schweren Speerinfanterie. Rückt aus, Krieger! Langbogenjäger! Rückt aus, Krieger! Befehle! Rückt aus, Krieger! Andersrum. Und Angriff. Oh, die Rate macht's noch mit. Ich bin begeistert. Und der Sound ist so laut. Ja, sehr schön. Kopfgeldjagd. Und gewonnen, oder was? So, was haben wir? 565 verloren von 5161, die wir aufgestellt haben. Er hat fast die Hälfte verloren. Ja, so ziemlich fast die Hälfte, ne? Sehr schön. Oh, er hatte Söldnerbogenschützen dabei, da. Die sind natürlich immer fies. Und als fiese Germanen töten wir natürlich alle Feinde. Wie sich das gehört. Ich habe bis jetzt echt noch kein einziges Mal... Doch, ich glaube, einmal habe ich Sklaven genommen oder so. Mal gucken. So, was können wir denn brauchen? Berühmter Krieger. Jeder Held ist seine eigene Geschichte. 5 Moral für alle feindlichen Einheiten. Plus 2 Moral für alle Einheiten. Also minus 5 Moral für alle feindlichen Einheiten. Eine Gravitas hier runde. Moral für alle Einheiten. Anhaltskosten für Söldner. Nein, alle Einheiten mit Speeren. Waffenschirren für Einheit des Kommandanten. Moral Einheiten. Rüstung für alle Einheiten. 5%, das ist eigentlich ganz gut. Obwohl. Ja, doch, wir nehmen mal ein Menü. Wo hatten wir sie denn da? Rüstung? Die nehmen wir mal. Schildträger und ehrgeizige Ehefrau. Oh, plus 5 Korruption! Du. Naja. Passt. Aha, befreiter Sklave. Schau an. So. Oh, ich vergaß. Ich vergaß. So. Auf jeden Fall kann er da nicht vorbei. Er hat nicht vorbei, er muss nach da ausweichen.
ich einfach mal alles blockiere. Er ist schön eingekesselt. Gefällt mir. Und ihr, ihr blöden Kakerlaken, ihr kriegt das auch noch. Keine Sorge, zu euch komme ich noch. So, wo hatten wir noch Witzfiguren? Hier irgendwo, ne? War doch irgendwo noch da, Wahnsinn. Bei Uburzis. Uburzis. Whatever. Was hat Uburzis denn für eine Garnison? Sie ist nicht vollständig. Das ist schlecht. Und wir haben den Hornmacher da. Das bringt mir irgendwas. Es sind nur zwei Vollidioten, aber ich kann die hier nicht abziehen, solange die nur plus 5 Moral sind. Ist ein bisschen kacke. Weil Treverorum, das ist... Oh, die haben Hungersnot. Die Karnuten. Setzt euch und teilt mein Feuer. Und die Kinder schippern hier schon die ganze Zeit rum. Das macht mich leicht nervös. Ja gut, dann würde ich sagen, das ist die Situation. Neue Runde. Und mein Einkommen schrumpft langsam, aber sicher. Blöd. Ich will mehr Geld. Ganz andere Sache. Gleich. 10.55 Uhr, okay. Ah, bla 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 bla. Nektar der Götter. Die Ankunft dieses Händlers lockte andere in unser Land und der Handel blühte. Echt jetzt? Nö, dann bleib ich drin. Und soll er ruhig versuchen, mich zu belagern. Schafft ihr das? Ja, aber du schaffst es auch, seine Flucht nach da zu verhindern. Ihr müsst mal die Siedlung kurz alleine lassen. Nimm den kürzesten Weg. Minus 8 und dann kriegen wir plus 2. Das ist nicht sonderlich viel. Verpiesel dich, du scheiß Streiter. Willst du Streit oder was? Was für ein Ding müssen wir auch noch entwickeln? Was habe ich denn gerade in der Forschung? Ach! Der Belagerungsturm. Na, den mache ich auch mal zuerst. Der ist mir wichtiger. Nur noch 96 an Einkommen. Yo. Ich biete euch diesen Happen an. Und jetzt, wie ein Wolf vor dem Tor, sucht ihr euch besser einen anderen Jagdgrund. Ich biete euch diesen Happen an. Ja, ist so typisch Erstkrieg erklären. Jetzt, ach nö, jetzt doch nicht. Frieden ist doch schöner, du. Also, blöder Hund. Keine Armee aufstellen. Ist blöd. Fraktion angetroffen. Athen. Die existieren noch. Schau an. Heiliger Baum wurde Man hört es nicht. Aber wir haben so eine schöne neue Uhr. Die macht so bang, bang, bang. Und so ein Aufziehding. So ein. Sowas wie Kuckucksuhr ohne Kuckuck. Weiß schon. Warum kann ich das... Ah, kein Geld. Ich will die ganze Zeit mit Pfeiltasten hier was machen. Mit Pfeiltasten. Oh, schon wieder so eine... Kinder. Kleiner Hund. Mann, ey. Ach. Der Herr möchte wieder hierhin. Ja, lauf, Freundchen, lauf. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ich auch langsam. Ich habe keine Unterstützung, ne? Was ist, wenn ich jetzt auf Laufen gehe?
Können keine Fechter werden immer angegriffen, wenn die Streitkräfte können neuen Einheiten mustern. Ja, okay. Heißt das jetzt aber, wenn ich jetzt Gewaltmarsch mache, kann der mir Verstärkung geben oder nicht? Ich probier's mal. Kann er nicht. Wie viele Runden bis zur Kapitulation? 3, dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Und noch ist das Geld nicht aufgebraucht. Alles klar. Du Hund. Den kann ich mehr anfangen, glaube ich. Wie sieht's mit... Wir haben nicht so viel Bogenschützenabwehr. Wir haben dafür Kavallerie. Wir haben die, das ist gut. Wir haben die, das ist auch einigermaßen gut. Wir müssen die Penner nur vom Tor weghalten. Dann klappt das alles. Er hat weniger als ich, aber die sind erfahrener. Das ist das Problem. Die Bogenschützen gefallen mir nicht. Die Schleuderer und die Speerwerfer sind mir suspekt. Die will ich da nicht haben. Okay. Wir starten hier im Hain. Okay. Halt! Brennendes, ja? Was ist das eigentlich? Gebäude oder ist das dann... Oh, brennendes. Gut, dann haben wir die. Hier sind sowieso schon Skorpionen. Die ganzen, die machen brennendes. Machen wir alle mal brennendes. Ihr kriegt auch brennenden Schuss. Relativ gut Reichweite. Ja, das kriegen wir hin. Oh, die haben so eine scheiß Position gewählt hier, den Hang hinauf, ne? Und mir soll's recht sein. Alles klar, einmal Bannerträgerinnen noch hier hin, bitte. Und dann können wir auch schon mal dahin. Der hat überall, Alter, der... Scheiße, das sind ja Türme, ne? Verdammt. Und da ist meine äußere Mauer. Ich hasse es, wenn Städte so groß sind. So, da ist, glaube ich, die beste Position für ihn. Die werden ein bisschen versuchen, hier aufs Tor zu gehen. Und gucken, dass die richtigen gerade auswähle, ja. Borke! Setzt sie in Brand! Jo, so ist gut. Mittlere Speerinfanterie kommt dann schon mal hier hin. Und dahin. Die halten sich ein bisschen hier im Hintergrund. Keilformation! In Keilformation. Furchtlose Krieger! Die Bannerträgerinnen. Geben hier hinten nochmal Deckung. Und das wird die Königseinheit, die sich komplett hier über den ganzen Abschnitt verteilen werden wird muss. Verteilen werden wird muss. Deutsch. Deutsch. Ich mag es nicht, dass die da so stehen. Ich habe immer Angst, dass unsere eigene Artillerie der dann wegsemmelt. Das ist besser. Zum Keil! Ja! Ja! Hey, das muss. Ja, das wird interessant. Die Kavallerie kann ich ja flexibel eigentlich einsetzen, so was die Bereichswirkung angeht. Bereichswirkung. Was die Reichweite angeht. Und den Einsatzort. So. Wenn ich du wäre. Jetzt als erstes, ja, den am nächsten erreichbaren Frontabschnitt anwählen. Kann natürlich sein, dass sie alle hier durchgehen, weil hier halt keine Bäume im Weg sind oder da lang oder da außenrum. Das wäre jetzt der Horror, wenn sie da rumkommen würden. Zwei Fronten kann ich mir nicht leisten. Wir probieren es einfach mal. Übertragungsrate immer noch relativ gut. Dass wir diese Mauern heute halten.
Denn wenn sie der Feind überwindet... Es ist übrigens noch früh am Morgen. Strecken ist noch erlaubt. Ich muss gucken, wie es auf der Rückseite aussieht. Sehr schön, Feuerschaden. Ach, Freundchen, warte mal. Warte mal, das kriege ich ja besser. Oh, wo zielt er denn hin? Er brennt. Ja! So, jetzt müssen wir mal umschalten auf explodierendes Geschoss. Ich weiß nicht, wo er hin will. Vor allem, er hat den General alleine eingesetzt. Hallo? Nächste, was er anstreben kann, ist einmal hier rum und das Tor angreifen. Ist doch eine blöde Idee. Nebenbei kommt er noch an einem meiner Türmchen hier vorbei. Okay, lass ihn machen. Das heißt, ich kann euch schon mal abziehen, weil es hier ungefährlich wird. Da herüber. Jugendliche! Jo. Also sie werden auf jeden Fall auf die Mauer kommen. Ich kann nicht alle abwehren, das ist unmöglich. Die Furcht kann ich noch nicht einsetzen, ne? Ist noch. Nee, nicht in Reichweite. Oh, oh, oh. Wir sind der Forst. Beziehungsweise. Darüber. Sperre! Kampfbereit! Schwerter! Oh, 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 oh. Germanische Stammeskrieger! Was ist das? Ist das niedrige, hohe, niedrige, niedrige Bedrohung? Alles klar, die werden damit fertig. Befehlen? Niedrige Bedrohung. Kampfbereit und finish. Hohe Bedrohung, verdammt. Niedrige. Die niedrige legt zunächst an gleich. Komm, den kriegt er noch abgebrannt, jawohl. Für den alten Vater! Söhne Odins! Tötet sie! Tötet sie! Tötet sie! Gleich in den Angriff über. Odinspeere! Erwischt! Bewegung! So, erstmal demoralisieren. Die legen nicht an. Ich frage mich warum, aber er soll mir recht sein. Solange kann ich den Turm noch mit dem Turm in Brand stecken.
Wo sind denn meine germanischen Jugendlichen? Oh, verdammt, sie haben alles aufgebraucht. Gut, Kampfbereit! Zurückziehen und austauschen. Jugendliche! Ich mag es, wenn man meine Befehle befolgt, Leute. Okay. Wäre bereit! Dann nicht! Sack. Bewegt euch! Halt! Oh, jetzt geht's los. Jetzt rasten sie aus. Zum Kampf bereit! Germanische Jugendliche! Oh, komm schon. Löst euch! Oh, jetzt lackt es wieder hier. Und das bei dem guten Rechner, ich verstehe es gar nicht. Bergkämpfer! Baut einen Ball aus euren Schilden! Erzieher Hormus! Direkt auf Angriff. Sie warten für uns bluten! Direkt auf Angriff. Bodenspiele! Direkt auf Angriff. Beziehungsweise da. Niedrige Bedrohung, dahin. Kampfbereit und Speere! Kavallerie kontertaktiken! Nahkämpfer bereit! Zum Kampf bereit! Hopp, ja! Speere zuerst ausschalten. Stammeskrieger! Germanische Jugendliche einmal hier hin. Wir haben noch einmal Speere in petto. Da zur Verstärkung. Bisschen schneller, Jungs. Also, die können auch laufen, muss ich ja mal sagen. Alles klar. Kavallerie. Was sagt die Bedrohungsstufe hier? Mittlere Bedrohung. Kriegen wir noch hin. Dann mal Kavallerie. Wenn sie sich denn entscheidet, mal da anzukommen, wohlgemerkt. Wir können es auch so machen. Wir töten so. Sie alle. Ihr geht nochmal dazu. Wie ihr sagt. Bodenspiele. Schnell Verteidigung. Kontertaktik. Und hier auf jeden Fall unterstützen. Kavallerie, Plänkelmodus ausschalten. So. Hier haben wir auch gewonnen. Dann könnt ihr damit unterstützen. Ich werfe euch auch ins Gefecht, weil es muss sein. Der General umrundet tatsächlich einmal Kopfner, soll er machen. Jawohl. Ich hoffe doch kampfbereit. Denn ihr müsst einmal dahin. Berüchtete Kundschafter! Diese sind am gefährlichsten, deshalb muss ich die ausschalten. Bereit zum Kampf! Einfach moralisieren. Furchtlose Krieger! Wir hungern nach Blut und Kampf! Einmal wieder Kampf
die Furcht einsetzen. Wir hungern nach Blut und Kampf. Odenspeere! General hat ganz schön gelitten. Wer ist das überhaupt? Audamar. Germanische Jugendliche! Gut, ihr geht übrigens mal dahin. Durch den Pulk der Angreifer. Oh, hier war auch ganz schön was los, ne? Tja. Das Scheißding brennt. Ah, er ist 44. Schade. Jetzt kommt nämlich gleich das Schwerste noch, der General. Der will hier hoch, 100 pro. Germanische Krieger! Kundschafter! Er schießt auf sie! Seid auf der Hut! Krieger, Germanen! So, mal alle hier irgendwie aufteilen, wa? Halt! Die Krieger wollen Blut! Germanische Jugendliche! Ja, der will doch nicht da lang, wo ich dachte, der wäre da lang, will. Weiter! Und Brandpfeile. Wechseln auf Normalpfeil. So lange, bis die Munition alle ist, Leute. So. Ich will hoffen. Nachkämpfe bereit! Bewegung! Speere! Speerbrüder! Jo. So, die fliehen auch. Weiter! Was machen die? Ja. Ziehen sich auch zurück. Ah, das war wieder. Ist nur 660 verloren. Ah, freut man sich. Da freut man sich. Sehr schön. In your face. Ab in die Wälder mit dir. Schluckäufchen. Weigabe. Druiden, Astrologen und Wahrsager hatten zahlreiche gesellschaftliche Funktionen. Bla bla bla. Kommt x-mal. Weigabe. Was bringt mir das nochmal? Geheiligte Gewässer. Nehmt diese Klinge als Opfer an und führt unsere Krieger zum Sieg. Für öffentliche Ordnung pro Runde. Alle Provinzen. 5 Moral für alle Einheiten. Guck mal. Nachtangriff. Yeah. Durch. Sehr schön. Und eine neue Militärtradition. Oh. Das ist gut. Nahkampfangriff, Nahkampfabwehr plus 4%. Nehmen wir. Nehmen wir mit. Noch eine Gruppe Bastarde auf dem Weg. Ja.
Nimm doch den kürzesten Weg! Du dummer, dummer Typ! Oh, manchmal nur umgeben von Idioten. Minus öffentliche Ordnung, ne? Plus 6, 16 öffentliche Ordnung. Ich will das entwickeln können. Was muss ich denn dazu? Oh, da muss ich hin. Sklavenmarkt 3, alles klar. Mache noch Belagerung gerade? Mhm. Okay. Alles wird gut. Wir kriegen alles hin. So, Schrein Heindes Tür wollte ich machen. Weil am besten für öffentliche Ordnung. Den hatten wir zwar schon gebaut, aber egal. Schadet ja nicht, wenn wir am Ende hier so massiv öffentliche Ordnung vorhanden haben. Schade, ich werde hier nicht belagert, ne? Aber dann kann ich doch... Nein! Alle belegt. Nein! Kommandant ist wieder verfügbar. Klodoka. Das war ein guter Mann. Große Tradition hier. Ach ja, warum habe ich den verloren? Oh, Rom kommt zurück. Erneut, diesmal mit 4 Armeen. Scheiße. Ich könnte ja sagen, sie lernt es nicht, aber ich glaube, sie haben gelernt. Sie haben jetzt viel mehr Vigiles. Oh, Sochi Extraordinari haben sie auch noch. Sehr schön. Auxiliarkalerie, Sochi Equites. Legionäre, noch schwerer. Da könnte auch stehen, sehr, sehr schwere Nahkampfinfanterie. Fuck. Fuck, ich bräuchte eigentlich eine Verstärkungsarmee an dieser Stelle, ne? Oh, ist das blöd. Oh, ist das blöd. Liguren, was macht ihr hier? 20 hat er eigentlich gerade plus, ne? Gepriesen sei der Allvater. Wie kann ich helfen? Ich habe nur mittlere, ne? Oh, ist das kacke. Das Ding ist, mit denen habe ich jetzt schon mal richtig, das gerissen. Ich habe dieses Dorf habe ich mit dieser Truppe gegen 3 Legionen verteidigt. Bei 4 gebe ich es, geht glaube ich nicht. Also es war auch extrem Sonnengetümmel, da hat der Rechner, also am Rechner lag es nicht, der Rechner hat sich gelangweilt, aber irgendwie das Spiel ist dann von der Mechanik her kaum noch mitbekommen. So. Ihr seid weiterhin da. Passt alles. Wir gucken mal kurz, was... Ja, das sieht doch schön aus. Suebia gehört mir. Magna Germania gehört mir. Germania Minor gehört mir fast. Und Belgica. Sehr schön. Ich habe leider kein Ursprungsvolk mehr hier, was sich meiner Konföderation anschließen würde. Das ist ein bisschen doof. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ach so, ihr seid das. So, 3 Runden braucht er, bis er fertig ist. Alles klar. Euch jag ich bis ans Ende der Welt. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Kavallerie, hau auf. Scheiße. Siegchance sehr hoch, ne? Ich versuche das jetzt mal. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust darauf, dass das hier so lange dauert. Siegchance sehr hoch. Komm, probieren wir's. Oh, ein Pyrrhus-Sieg. Keine Feinde gefangen. Wir haben 1061 gefangen und natürlich liquidieren wir gleich alle. Ist schon hart. Verloren. Mehr als die Hälfte hat Rom verloren. Tja. Jetzt lecken sie wieder für die nächsten 10 Runden ihre Wunden. Oh, ihr habt gewonnen. Schön. Und ich merke übrigens die ganze Zeit, ich muss mich mal wieder rasieren. Fällt vielleicht kaum auf. So, Fraktion vernichtet. Drakotrakisch.
Drakothrakische Föderation, ist ein komischer Name. Das waren die hier, ne? Das sind königlichen Sküten. Und die waren hier irgendwo unten. Ich hasse die königlichen Sküten. Die sind so blödes Nomadenvolk. Die haben mich als Sparta richtig in Wahnsinn getrieben, weil ich hier um den Bosporus rum expandiert habe. Und irgendwo hier hinten in der Ecke ist so eine Riesenregion und die Städte liegen so weit auseinander. Hier in der Ecke ist irgendwo eine und da ist eine. Und die sind hier immer rumgelatscht und ich habe sie nie platt machen können. Irgendwann hatte ich sie platt gemacht. Haben sie auch verdient, aber ich würde gerne mit den Handel treiben eigentlich. Trag eure Anliegen gut und schnell vor. Sprecht ihr schlecht oder... Bla bla bla. So, was mit den Venetern eigentlich? 72 noch sehr freundlich, ne? Wir haben Bündnis, wir haben das. Setzt euch, mein Freund, und lasst uns reden. Und guten Wein trinken, bis wir nicht mehr reden. Wir haben eigentlich alles mit denen. Die sollten so auch weiter gut bleiben. Bei den Liguren muss ich langsam mal gucken. Seid gegrüßt, mein Freund. Ich habe gutes Bier bestellt, um eure Kehle zu lockern. Und ha! Was war das letzte Wort? Und Ra? Kindchen. Ah, hier schüttet es wieder wie aus Eimern. Das heißt, da wollen wir nichts machen. Ich würde eigentlich ganz gerne hier irgendwo so die schwedische Region noch expandieren. Aber es geht leider nicht. Es geht erst in Total War Attila. Das ist richtig schwer und teilweise blöd geworden. Also, wie man sieht, blöd, ne? Wo hat sich dieser Lutherchen verkrochen? Oh, warte mal, mein Freund, ne? Wart's nur ab. Wart's nur ab. Angenommen. Gibt es nichts zwei. Weiteres? Ja, ja, Sequana, bla bla bla. Was kann ich dafür, wenn ihr eure Straße auf meinem, euer Territorium auf meiner Straße habt? So. Plus zwei, das geht doch noch. Aber das erfolgt nur, das ist in zwei Runden, glaube ich, wieder weg. Weil das durch mein Dingens kam. Scheiße, den hätte ich auch schon eine Runde weiterschicken können. Mein Volk möchte euch dieses Gold schenken, wenn ihr es annehmt. Ich versuch's immer, Handelsabkommen. Woher hat er überhaupt noch 4000? Der verdient doch gar nichts mehr. Motivierte Bevölkerung, Inzis Alpina. Wir haben sie auch gut verteidigt. Ja, ernst? Jungs und Mädels. Bereit zum Kampf. Oh, Mann, 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 Mann. Zur Not hätten wir auch noch Söldner. Das ist also nicht das Ding. Nur zwei Bogenschützen. Da steht die gegen Söldner ein. Da steht die zwei gegen Söldner ein. Das wär's eigentlich. 33, 42. Also Bogenschützen an sich sind immer noch die besten. Gibt's nichts gegen. Nee, mache ich erst, wenn es notwendig wird. Weil eventuell haben die dann weniger Erfahrung und trinken mir weniger. Anates und Parthien sind aufgestiegen. Okay. Coria. Nehmen wir. Das wird dich nicht schützen, du kleiner Bastard. Bereit. Das wird ihn echt nicht schützen. Anates angetroffen. Da narrt es mich doch fast, die Anartes. Ach ja. Kann eh kein Handel treiben. Euch werde ich vernichten. Ja, so läuft Politik. Die, die nicht freiwillig geben, die muss man absorbieren. Setz euch um die Angriff. Kann ich arschig sein? Ich werde die Region dann verlieren. Rugion. Werde ich verlieren, aber... Dafür könnte ich diesen Penner hier endlich ausschalten.
Entschuldigung. Oh, der Streiter versucht's echt da. Probier's doch, du Arsch. Entschuldigung. Diese eine geht mir tierisch auf Keks. Setz euch um die Schweinefeuere. Kann man deine Bewegungsreichweite mal irgendwie erhöhen, Freundchen? Das wäre es nämlich. So. Runde. Ben. Rom. Rom. Aber nur mit 2 von 3. Oh. Und deine 1267 Leute lasse ich töten. Es bleibt noch die eine Legion da übrig. Die macht mir nämlich Sorgen. Die da unten. Also boah, ich weiß wahrscheinlich dann. Wo ist der Finger? Wo ist der? Da. Die Legion da. Müsste es gewesen sein. Belagerungsturm. Jawohl, wir haben ihn endlich. Nicht nach einem Kampf. Ja, darum kümmere ich mich gleich. Sehr schön, was geben wir dir denn? Machen wir das. Das klang für mich jetzt am besten. Gut, wir wollten nicht. Da wollten wir hin. Ich wollte nämlich. Irgendeinen Streiter. Oh. Das ist Frick. Warte. Hein der Barden. Mann! Oh. 4 Nahrung. Für mehr Ordnung. Für mehr Wohlstand. Eiche des Tier. Und die bekam ich. Dann machen wir das zuerst. Scheiß auf Streiter oder so. Auftrags... Austrigiesel. Was? Wo ist diese... Die kleine Nutte jetzt schon wieder hin verschwunden, ne? Habe ich die Schnauze voll. So. Das wird jetzt nämlich meine Angriffsarmee, um Alabu einzunehmen. Cisalpina, die Inspiration von Cisalpina. Politik, Charaktere, Hexerei. Eine Frau in eurer Familie wird der Hexerei beschuldigt. Ihre Ankunft fiel mit dem Beginn einer schrecklichen Dürre zusammen. Daher fürchten die Leute sie und ihre Kräfte. Schlechtes Omen. Meiner Familie, Teutberger, benötigt Aufmerksamkeit. Naja, benötigt Aufmerksamkeit, würde ich sagen, die wollte nur Aufmerksamkeit. Schicken wir sie fort, verschwindet vielleicht ihr Unglück mit ihr, bleibt sie hier, wenn die Leute sie töten. Das Gerät des einfachen Volkes interessiert mich nicht, wenn es wirklich eine Hexe die einzige war. Nee, ich schaff sie weg. Familienmitglieder töten, nur weil irgend so ein Hampel aus dem Volk das sagt. Nee, ich glaube, das wohl es hackt. So. Lego 6 Fidelis. Lego 7 Dialis. Ja, Dialis. Und Legio 3 Liberatrix. Die ist fast vollständig vernichtet. Die ist auch fast vollständig vernichtet. Noch die Hampel übrig. Für den Allerhöchsten. Jo, und noch haben wir alle Einheiten.
Und bis die ersetzt sind, dauert es satte 4 Runden. Das ist ziemlich hart. Warte mal, die Ligur. Ich habe ja Durchmarschrecht mit den Liguren. Stimmt. Gepriesen sei der Allvater. Oh. Wie kann ich helfen? Guck mal an. Ich erwarte. Ja! Das wurde eingefangen. Eiskalt beschlossen. Der ist am sichersten vor Gefahr, der auch in Sicherheit stets wachsam ist. Regen? Bogenschützen können keinen brennenden Pfeil, es ist schwieriger, Schiffe in Brand zu stecken und einer braucht länger, um durch Brandschiffung zu erholen. Ach, wir nehmen Regen. So. Germanische Krieger! Zum Keil! Wir hungern nach Blut und Kampf! Reiter! In Keil. Nicht die Formation brechen! Einfach zu lang die Kette hier. So. Wollen wir nämlich mal. Hat gerade geklingelt. Einen Augenblick bitte. Die Post war da. Kurz gucken, dass ich hier richtige Tonlage wieder habe. Wenn ich gemutet habe. So. Post war da. Meine Speerspitze. Man macht ja so ein bisschen Deko im Haus, ne? So. Ach, die bewegen sich noch gar nicht. Laut. Alter Schwede. Was? Krieg ich auch eine Doppelreihe? Ja. Aber warte mal. Wir machen das so. Blöd, so mit einer einzigen Fußtruppe hier Kavallerieeinheiten zu befehligen. Aber. Wie sieht's aus? Ich bin die Rote. Ah.
So, die machen es natürlich schlau. Sichern hier den Eingang. Kavallerie kann nicht komplett durchstürmen, weil das Ding hier im Weg ist. Die Krieger wollen Blut. Natürlich auch hohe Bedrohung. Ist mir relativ wurscht. Das war eigentlich als Wegwerflegion gedacht. Aber... gib ihn! General tritt mit in die Schlacht ein. Gerulf, Schwertmeister. Weiter! Kampfbereit! Verstücken Sie! Wir töten Sie alle! Ganz anderes. Und die ziehen wir auch ab. Die gehen dahin. Dann kreisen wir die ein. Ganz einfach. Warum schwerer machen? Ausgesetzt, kriegen wir das heute noch hin. Kopfgeldjagd ist nur für die Einheit selber, naja. Kriegsschrei. Jo. Die sind gerade heftig im Angriff, sind auch ein bisschen demoralisiert. Einheit verliert, klar. Ja. Ist so, ne? Die Reiter sind bereit! Immerhin schon mal zwei. Schnell jetzt! Dann mal ab darüber. Wie sieht's da drin eigentlich aus? Ja gut, mit Kavallerie auf einen vor ist halt eine Sache, ne? Mit Bogenschützenkavallerie hätte ich das vielleicht geschafft, aber... in den Rücken! In den Rücken! Halt! Ihr greift dann von der falschen Seite an, hab gar nicht gesehen, dass hier zu ist. Ist ja blöd. Hat sich aber ein schönes Vor. Kann man nichts gegen sagen. Frag mich, wer hier extra ein ganzes Dorf anlegt für ein Feuer, egal. Und Attacke. Das wird die Moral jetzt sehr gut brechen. Mal moralisieren, kann ich schaden. Und dann alle sehr schön hier drauf. Ah, jetzt rücken sie nach. Sehr schön. Was das zwar soll, jetzt weiß ich nicht, aber wird schon.
Was? Wer flieht? Weiter! So, die Einheit wankt. Ich verstehe nicht, was das wird. Okay, das sind die Pferde, das verstehe ich schon, aber... Das gibt jetzt nochmal einen Sturmangriff. Das hat nochmal ein paar Männer abgezogen beim General. Alle wollen sie da rein. Will, dass das Ding hier niedergerissen wird. Bestimmt hin. Berittene Krieger! Kavallerie! Ach, ich wollte General. So, gleich nochmal Kriegsschrei. Für El General. Gerade wieder moralisiert, jetzt wieder runter. Kavallerieeinheiten einfach mal abziehen. Als Gedanke. Und den General da reinlaufen lassen. In meiner Mini-Vorschau sieht das Ganze übrigens nicht so schön aus. Ne? Na gut. Was sagt eigentlich die Glocke? 11:47 Uhr. Schön. So. Euch zieh ich auch mal ab. Schön am Feind vorbei. Sie werden für uns bluten. Haben wir jetzt nämlich das Ding, dass der General vorne kämpft. Reiter! Doch, gerade ich höre was. So, und euch können wir nach da hinten abziehen. Ja, auch in der Mitte durch. Na klar. Können auch gleich wieder auf Angriff gehen. Dann wieder auf ins Getümmel. Warum da? Eigentlich müsste der General jetzt langsam fliehen, weil hier drin im Vorschuss so ein reinstes Chaos ist. Ich nehme am besten mal die Punkte ein. Wie ihr sagt!
Ey, komm, geh da hin, verdammte Scheiße. Yo, sehr schön. Keine Bewegung. So, stopp. Kavallerie! Wartet hier! So. Oh, ist nicht dein Ernst, oder? Komm schon, einer muss hier rein. So. Weiter! Ihr seid auch wieder kacke. Boah, krieg ich ja immer einen Nerv, ne? Anhalten. Ihr bleibt wie ihr seid. Ihr fallt denen nochmal in den Rücken. Ihr fallt denen auch nochmal in den Rücken. Die Reiter sind bereit. Ihr fallt denen da auch nochmal ein. So, noch knapp 30 Sekunden, dann kann ich wieder Bonus einsetzen. Und nur noch 19 Leute, ey, ist hart. Germanische Krieger! Endlich, teurer Sieg. Ja gut. Boah, Hälfte verloren. Ja, war ja Eingreiftruppe. War ja zu erwarten. Ich muss mich mal etwas feucht machen. Guter Wortwitz, ich weiß. Jo. Die Kummerbäume heißt unsere Truppe übrigens. Schön. Ich habe 47 Feinde gefangen. Ich töte sie. Wir machen uns auf den Weg. Und wieder ein Truppenheer vernichtet. Setzt euch. Zur Regeneration gehen wir erstmal zurück. Meine Krieger. Ins Häuschen. Bessere können wir aber auch gerade nicht anheuern hier, ne? Nö. Bereit zum Kampf. Ihr seid da. Ihr seid da. Ihr seid da. Setzt euch um die. Und ihr setzt eure Reise da hinten hin einfach. Okay, kann ich ja noch nicht. Jo, das heißt, ich kann eigentlich. Nee, das lasse ich. Ich habe noch genug Nahrung. Noch, gleich nicht mehr. Ich erwarte eure Befehle. Ah, die haben sich relativ gut erholt hier. Wenn wir sagen, die Garnison. Setzt euch. Oh, wir machen einfach mal Runde weiter. Schauen, was Rom gleich macht. Ach, sie plündern. Sie plündern. Mein Volk möchte euch dieses Gold schenken. Halt die Klappe. Rom plündert wieder. Eigentlich müssten die Veneter mit Rom auch im Krieg liegen, weil mit den Venetern habe ich Schutz und militärisches Bündnis. Okay, die Hexe. Man ließ die Frau mitten in der Nacht verschwinden. Ihr plötzlicher Verschwinden erklärte man bald damit, dass sie mit ihren dunklen Zauberkräften der Gerechtigkeit zu entkommen versucht hatte. Gutes Omen. Das Omen für öffentliche Ordnung pro... Yo! Langsam mag ich so diese Ereignisse doch irgendwie. Veneta. Streitkräfte der Veneta. Kurz gucken. Ja. Im Krieg mit Rom. Nice. Setzt euch und teilt mein Feuer. Für den Allerhöchsten. In den Kampf.
Beide tot. Ausrücken. Und wieder zurück. Liguren. Der Ruhm der Eporna. Eporna. Und. Oh. Venezia, ne? Veneta. Sind. Mit einer Flotte gegen Rom vorhanden. Haben noch eine Flotte im Hafen. Sparta ist sehr ausgebreitet und mein direkter Nachbar geworden. Ich würde mich gerne mit Sparta ein bisschen besser stellen, muss ich sagen. Korrigiere übrigens mal was. Ich möchte meine Reiterei dahin haben, um die Moral hochzuhalten. Und wen kann ich hier rekrutieren? Klingelt schon wieder. Moment bitte. So, das war jetzt die Nachbarin. Es gab Paketmissverständnisse. Wie so oft hat die Post mal wieder geschrieben, ja, Paket ist zugestellt, also bei ihr. Ist nichts. Man kennt es. Jetzt hat sie gefragt, ob es vielleicht bei uns abgegeben wurde. Kommt ja öfters vor. Wir haben da so gesagt, ja gut, wenn nicht, dann nehmen wir das halt an, wenn die nicht da sind. Und andersrum ist genauso. Jetzt habe ich nochmal extra geguckt, weil ich dachte, na, ist das vielleicht deren? Das ist doch mein Paket. Und ja, jetzt geht ihr Rätselraten um das Paket weiter. Ich bin ja einigermaßen... Ey, guck mal, hier haben wir schon zwei Schlachten gehabt, ne? Sagt ihr mir aber nicht mehr an, welche Schlacht von was. Schade. Doch, Schlacht von Kasurgis. Schlacht von Hykenischer Wald. Sieg über Nervia. Sieg über Nervia. Schön. Na, bei euch ist wieder Seuche oder Knappheit oder was? Ist Nahrungsmittelknappheit. Lüf bei Öff. Setz euch und dealt, mein Angriff! Schade, an mir kann er noch vorbeikommen. Aber wenn ich hier bin, kann er nicht mehr ausweichen. So, die sind da. Und da ist der. Dieser Kackstreiter, ne? Ich hoffe, der geht unter, wenn die Fraktion vernichtet ist. Ich hasse ihn. So, wir gucken mal, was hier bei Cisalpina als nächstes passieren wird. Denn Rom ist am Zug. Nachdem Rom 3 Legionen an mich verloren hat, müssen wir mal gucken, wie sie sich... Ach, die Liguren rücken vor, alles klar. Mission erteilt. Um zu überleben, braucht der Stamm Stärke, Weisheit und Wohlstand. Das ist bekannt. Daher fordern die Ältesten die Entwicklung unserer Herrschaftskapazität. Erforscht eine Technologie in der folgenden Kategorie Stammesrat.
Nö. Stummes Rad, was können wir denn da? Ist klar. Ich merke mir, dass wir Trimarcisia wollen. Und erforsche mal etwas im Stammesrat. Und dann können wir halt Würdenträger rekrutieren, wenn es denn sein muss. Sehr schön. Die Liguren halten mir jetzt den Rücken frei. Finde ich toll. Krieg erklärt, Sparta und Bastarnen. Clodomar. Ja, das ist mir so ein Sorgenkind. Obwohl noch ein anderer ist mir noch ein Sorgenkind. Egal. Euer General sieht auf andere Kulturen herab. Fremde Länder werden seinen Horizont erweitern. Misstraut Fremden. Fremder, fremd, nicht bekannt. Der Name sagt alles. Versteht ihr? Eine Fraktion steigt auf. Die Nasamonen. Nasamonen? Nasamonen. Die sind von der NASA und wollen zum Mond. So. Oh, es wird spannender, es wird spannender. Die Siedlung wird belagert. Oh, wir können den Schrein aufrüsten. Machen wir auch gleich, dann ist das Geld auch wieder raus. Denn schon in der Antike lernt man, lauf schneller, denn schon in der Antike lernt man, Geld ist nur zum Ausgeben da, um die Volkswirtschaft am Leben zu erhalten. Ne? Fraktion vernichtet, die Bastarnen. Krieg erklärt, Anartes und Skordiska. Skordiska. Anartes und Skordiska. Ihr seid beides doch so eine Nulpen, die nur eine Provinz noch haben. Und als nächstes erklärt der Sieger den Irrawiska in den Krieg. Hundertprozentig. Mit denen habe ich noch Handel. Das wäre schlecht. Ich möchte gerne den Handel aufrechterhalten. Skordiska. Ja, mit denen handle ich auch. Verdammt, ich kann nur verlieren. Wie doof. Gut, ja, Liguren haben einfach mal da unten die Provinz bei Rom eingenommen. Die Insurba. Ich würde mal gerne mit Insurba. Ihr seid willkommen. Doch meine Vorfahren. Dies ist fair. Schön. Insurba. Handelsabkommen. Nice. Mit den Siquanern. Seid gegrüßt, mein Freund. Die wollen nicht. Halt die Klappe. Kanuten. Seid gegrüßt, mein Freund. Setzt euch und regt mich mit euren Worten zu Ärger oder Zustimmung an. Wie ihr wollt. Ich habe doch zur Zustimmung, wie mir scheint. Wer hat die Synchro gebrochen? Ich bin sicher, eure waren Für so einen Moment habe ich echt gehofft. Wir hören uns eure Angebote. Ich glaube, mit Ägypten kann ich später gut handeln, wenn Ägypten noch existiert. Ich wollte gerade hier auf den Screen gucken, um da oben im Bild zu gucken, wo meine Überschrift ist. Also hier, ne, wo meine Überschrift ist. Ob das Logo von Ägypten da noch ist. Es ist zu früh am Morgen. Ich bin freie Tage nicht mehr gewöhnt. Schrecklich. Also freie Tage. Schrecklich. Was haben wir denn sonst noch? Ihr könnt euch aber noch bewegen, ne? Gepriesen seid der Altvater. Krieger. Da hat jemand so viele Weltkriegsfilme gesehen. Was? Was? So. Hat sich nichts ergeben, ne? Nee, es blieb alles gleich. Okay. Wir wetten uns jetzt. Wir werden wet und wetmen. Wir widmen uns auch erstmal. Da oben! Den letzten. Gemeinsam haben wir viel erreicht. Nein. Trennen sich hier unsere Wege, wie es bei irdischen Angelegenheiten oft... Nein, Sparta. Pfui. Aus. Nö, öffentliche Ordnung. 4 minus 4 und was kriege ich? Ermöglicht Rekrutierung Skorpion, Onarga und schnelle
Was sind schnelle Läufer? Iberischer Onager. Achso, Iberer sind wir gerade, ne? So eben, was sind. Sind das schnelle Läufer? 50, 9. Warum sind die doppelt aufgeführt? Ich frag nicht. Kurze Reichweite, hohe Feuerrate, sehr hoher Schaden und Rüstungsdurchschlag, sehr schwacher Nahkampf, schlechte. Kannst vergessen. Kannst vergessen. Sowas werde ich doch nicht entwickeln. Ihr weicht mir aus, ihr. Ach, ich habe keinen Bock. War mir ein bisschen zu schnell. Ich habe aus Versehen die Leertaste gedrückt. Torshammer hat eine Militärtradition. Die haben auch noch nicht so viele. Ist ja schade. Mal kurz. Ich finde das Logo von eurer Armee blöd. Ihr nehmt mal. Das. Die zwei Eber. Yo. So, jetzt gehen die alle schon mal ein. Du willst hier echt rauben, ey. Jetzt willst du rauben. Ich habe da keine Handelsroute, du Nulpe. So, die gehen alle ein. Weil keine Provinz mehr vorhanden. Ich versuche mich mal mit Sparta wieder gut zu stellen. Komm mit Skadiska, mit Eraviska. Leute. Im Namen unserer Freundschaft, die auch eine Freundschaft bleiben soll, seid gegrüßt. Und nun lasst uns gemeinsam Weisheit suchen. Ich dachte, da steht Treu-Sparta. Treu. Die Götter des Olymps, Frohlock. Oh Gott, wenigstens wieder neutral. Gott sei Dank. Ist übrigens Zeit, dass ich hier irgendeinen Hafen kriege. Ich will mal eine Flotte bauen. Zumindest eine aufstellen. Einfach nur eine kleine, die irgendwo rumschippert. Und einfach nur Länder entdeckt. Das mache ich immer gerne. Das heißt, können wir bei Flevum eigentlich machen, ne? Warum? Oh. Hatte ich ja vergessen. Da war ja was mit Geld. Oh, so viele Nahrung. Hör auf mich zu verarschen. Abreißen. Nahrung ist schlecht für die Morale. Das ist Athen? Athen ist da oben in der Ecke. Eraviska sind vernichtet. Bödenträger rekrutieren. Okay. War das mal. Zwei öffentliche Ordnung, das mag ich. Die wird rekrutiert. Was möchtet ihr besprechen? Jo. Machen wir gleich. Machen wir alles gleich. Das nennt ihr eine Garnison? Ja, leider. Oh, abgeschlossen. Schrein des Odin. Sehr schön. Bevölkerungsüberschuss. Ja. So, zack. Und jetzt wächst da die Stadt raus. Und da machen wir mal. Eigentlich am besten irgendwas Moralisches wieder. Mal gucken, was bei den Gemeinschaftsgebäuden so passiert. Feste des Hochkönigs wäre es eigentlich, ne? Aber frisst so viel Nahrung.
Mal wieder schreien. Schreien, so soll es sein. Gepriesen sei der Albert. Denn ein Schrein kommt nie allein. Wow! Für den Sturm! Zur Halle der Helden! Verrichtet sie! Und ins Wasser. Schade. Habt ihr noch weitere Befehle? Rang erhöht. Was haben wir denn? Belagerungszeit doppelt bei Stadthäfen. Oh. Machen wir das hier. Das ist gut. Das Land wird eine Garnison. Bauplatz. Kein Geld. Kein Geld. Hatte ich gerade geguckt, ne? Die waren gut. So, wir wollten Trimicersa. Tullifordum ist Garnison. Hat Garnison. Ist Garnison. Gut Deutsch. Gut Deutsch muss können tun. Ich glaube, Ägypten existiert nicht mehr. Unsere Wurzeln reichen so tief wie die der Eiche. Okay. Fraktion, Ereviske wurde zerstört. Stammeskonföderation. Nervia, gallische Konföderation. Na gut. Neue Feinde, neues Unglück. Kann ich mit Kanu nochmal irgendwas machen? Oder mit Sequan? Seid gegrüßt, mein Freund! Ich hätte gerne was mit Kanu. Weißt du, mit denen könnte ich ja nicht handeln, ne? Nee. Niskordiska-Handelsabkommen besteht weiterhin. Anatis kann ich eh nicht handeln. Königliches Güten, die mögen mich nicht. Schade, es wäre so eine schöne Handelsregion geworden. Veneter sind immer noch sehr freundlich. Die sind auch noch freundlich. Die sind auch noch... Handel hatte ich, genau. Was sagt denn Athen? Ach, warte, das hier ist Sparta. Das ist Athen. Moment. So, weiter geht's. Veneta, irgendwas. Der Krach vor der Tür. So. Jetzt kann ich mit WASD nicht steuern. Manchmal ist auch, ne, ein bisschen... Syrakus, wie komme ich denn? Im Krieg? Ach so, ja, stimmt, den hatte ich irgendwann mal den Krieg erklärt, weil irgendein Verbündeter das gefordert hat. Zu dem Zeitpunkt hatte ich es noch gar nicht entdeckt, das war relativ gut. Ich wollte aber was anderes gucken, ne? Da kann ich doch theoretisch. So, ich kann jetzt wieder. Ich kann jetzt wieder. Am besten irgendwas Moral wieder. Muss leider sein. Mal kurz gucken, was Brunnen so hatte. Was für ein Moral-Ding. 3 Nahrung, aber wieder weg. 2 Nahrung. Nee, ist das blöd. Bleiben wir weiterhin bei Heiligtümern. Können wir
Angriffsplünderer Herbern Speere. Geschossplünderer. Machen wir mal den. Wir arbeiten ja da entgegen mit öffentlicher Ordnung. Also es geht schon. Kriegst du nochmal 4 Nahrung weniger. Ja. Oh, er hat noch Söldner, ey. Gallische wo kommt die her? Wo kommt er denn auf einmal her? Ich verstehe es nicht. Oder sind die gerade übergegangen vom Besitz her? Mysteriöser Shit. So, was ich aber gucken wollte. Nee, da wollte ich nicht hin, da wollte ich hin. Stell nicht möglich. Schon wieder. Er kostet mich doch nichts. Ach, wie schwul ist das denn? Obwohl, den will ich auch nicht nehmen. Weil der hat... Der ist für Armee ausgelegt. Den will ich dafür nicht aufwenden. Frieden verhandelt. Wer? Gut, dann tauschen wir das jetzt mal aus. Und wir nehmen mal den. Bereit zum Kampf. Hab ich Gewinn gemacht, ne? Klient erschaffen. Klientelkönigtum. Ah. Skordiska und Athen. Ist natürlich nicht so schön. 6 Nahrung. Aber wir arbeiten mit Ordnung gegen. Die Möglichkeit, Flotte aufzustellen. Sag mir jetzt nicht, mir fehlt trotzdem noch das Geld für eine Flotte. Yes, es funktioniert. Schwere Plünderer, mittlere Schossplünderer. Reichweite 125 ist natürlich nicht zu unterschätzen, ne? Schiffszustand. Warum haben die denn... Ach, da... 1067, 1219 ist natürlich... Ich nehme trotzdem mal die. Obwohl das auch mehr Männer sind, ne? Dann nehme ich den. Ups, mehr geht schon nicht mehr. Schön. Dann rekrutiert euch da mal, während ich hier Fischerstübchen baue. Schiffsrüben für Stufe 1 haben wir sogar, das ist schön. So, nur noch 4 Nahrung. Gallische Hunde, die da laufen. Unsere baldigen Feinde wahrscheinlich. Rom tut gerade nichts, das ist schön. Hier, Bevölkerungsüberschuss langsam, ist ja schön. Und hier kriegen wir nichts. Hier kriegen wir auch nichts. Sparta und Athen. Beide sind hier bald nicht gern gesehen. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Skordiska befreit. Von den Lugiern. Frieden handelt. Sparta und Skordiska. Rang erhöht. Ilia. Autorität. Und Bewegungsreichweite auf Kampagnenkarte. Dann machen wir die nämlich irgendwann mal mit zu einer Freundin einer Armee.
Kann die mitlaufen? Belgiker, von ihren Meistern im Stich gelassen. Lugia steigen auf. Nice. Bündnis geschlossen. Abgeschlossen. Alles klar, die Lugia sind also wieder da. Moment. Lugia. Sicher, wir müssen reden, aber wir brauchen auch gutes Essen, ein warmes Feuer und noch wärmere Weiber. Willkommen, okay. Würdiger Freund. Die Götter werden über die heute Ich werde Alles meinem Volk von unserem Abkommen berichten. Es wird einen Verschmaus geben. Unsere Götter flüstern mir, dass ich euer Angebot ablehnen muss, wenn es euch würdig war und auf mehr hoffen soll. Ja, ihr seid weise für euer... 126. Jetzt mache ich ihnen mal Runde für Runde Geldgeschenke, um sie so langsam auf meine Seite zu ziehen. Lugia, ne? Anartes. Das Galden... nicht besonders viel. Oh, Freundchen. 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 Oh, er ist wieder weg. Das ist gut. So, Fraktion vernichtet, Skodiska, abgeschlossen, Alabu, großer Hafen. Schön, oh, wir können aufrüsten. Wir machen dann wieder das Heiligtum hier. Und es ist immer mit Einnahrung verbunden. Dann nehmen wir mal das Größtmögliche. Und wir kriegen Odin Speer als Garnison dazu. Das ist natürlich gut. Oder ermöglicht Rekrutierung sogar, glaube ich. Jo. Dahin bitte. Schiffsrumpf aufgerüstet. Und wir wollen uns da mal bei den Lugiern wieder etwas weiter beleben. Mein Freund, seid willkommen. Die Geister lächeln auf uns herab. Bei allen Göttern, eure Worte sind... Tja. Wie heißt es so schön, halte dir deine Freunde nahe, doch deine Feinde noch näher. Genieß die Ruhe. Sie hat jetzt ein Ende. Ein Sturm braut sich zusammen. Ein Sturm aus Blut, der euch davonreißt. Ah, ich find's schön. Seine Verbündeten nicht beigetreten, meine alle beigetreten. So muss das sein. So. Bau abgeschlossen. Fischerhütte. Jo, Truppe. Anlegen. Zumindest in der nächsten Runde. Moment mal. Sperrwall ist das, ne? Weißt du was? Kostet mich 73 in der Rekrutierung. Nee, 135. Muss jetzt leider sein. Muss mal die Truppe modernisieren. Setz euch und dealt meine Feuer. Ich weiß, die haben Erfahrung, aber die gefallen mir einfach nicht. Obwohl, die sind auch noch, haben noch einen Nahkampfangriff, ne? Die sind relativ schlecht im Nahkampfangriff, ne? Egal. So. Athen verkriecht sich da. Kann ich vielleicht mit Athen handeln jetzt inzwischen? Willkommen. Ich öffne euch die Türen und erwarte verträgliche Gespräche.
Athen interessiert sich für nichts. Alles klar. Sequaner. Mit den Sequanern will ich handeln. Ich heiße euch willkommen, würdiger Redner. Ich höre euch zu, weil euer... Ein Mann wird anhand seiner Freunde beurteilt. Dies ist die falsche Zeit für eine solche Abmachung. Natürlich die falsche Zeit. Ich spüre, dass meine Güter auf uns... Liguren beistehen. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Richtige Richtung. Richtige Richtung. Das ist schon wieder Rom. Super, da sind die Blödianer. Hier irgendwo eine Armee in Reichweite, die ich abziehen kann? Nee, ne? Na, an deiner Stelle würde ich die wirklich mal schnell alle mustern. Wo ihr jetzt theoretisch auch zu mir latschen können. Ah, ich krieg das ja auch mit der Garnison so geregelt, ne? Krieg ich hin. Ich werde jetzt hier einmal nicht möglich. Eins. Ist natürlich hart. Ich glaube, die Provinz will ich doch sogar haben, oder? Nee, das ist schon Rät hier. Eigentlich möchte ich die haben. Gepriesen sei der Allvater. Wie kann ich helfen? Soll ich vielleicht mal Arminium angreifen? Nee. Soll ich noch nicht. Ich muss erstmal meine Grenzen bewachen. Leider. Setzt euch und teilt mein Feuer. So. Konnte der jetzt? Konnte noch nicht. Runde. Na, wenigstens. Zwei Legionen. Das wird was. Ja, es funktioniert wieder auf dieselbe Weise wie vorher. Ich sehe das gerade schon. Shit. Ich antworte an die Kackelefanten. Und dann so viele kackte Scheiße. Ja, das erfordert jetzt wirklich viel Vorbereitung hier. Stellt einen Schildball auf! Wohl nö. Schwerter! Ja, zwei. Nachkämpfer bereit! Und das sind Verstärkungseinheiten. Wir sind der Forst! So. Landbogenjäger!
halten ihre Position da. Plänkelmodus aus. Die halten ihre Position da. Plänkelmodus aus. Kampfbereit und willig! Hoffe ich doch. Also meine Verstärkungstruppen hier. Hundschild-Schwertkämpfer. Jetzt muss ich mit den Speerwellen hier absichern. Wäre bereit! Die müssen die große Flanke übernehmen. Das heißt... So. Wir sind der Forst. Bergkämpfer, bereit! Schützt euch! Kampfbereit! Germanische Stammeskrieger! Mittlere. Die Krieger wollen Blut! Furchtlose Krieger! So. Verliere ich langsam den Überblick, wen ich aufgestellt habe und wen nicht. Ich fasse den mal in... Germanische Stammeskrieger! In... Kampfgruppe, bereit! Herben! Die Kampfgruppe wartet auf euer Geheim! Vor uns! Schwerter! Die kommen dahin mit. Für uns bluten! So. Als nächstes kommen dann die Keulen, die Blutgeschworenen. Will ich mal. Läuft sehr gut, sieht man schon. Ich mich hier mit einsetzen. Stück. Kommt zu 5, 6. Na komm her. Komm. Wo warst du? So. Kampfbereit und willig! So. Heulen her, Banne. Einmal schwer schlucken. Diesmal. Einmal sichern. Kampfgruppe bereit! Yo. Germanische Jugendliche! Germanische Krieger! Zu Kampf bereit! Gruppiert und bereit! Die Kämpfer sind Kampf bereit! Schild voll! Jetzt! So. Wünsch mir Glück. Verlisse! Wer wird diese Stellung mit mir halten? Wer wird mit seinem Leben und seinem Stolz für dieses Stück Land bürgen und es bis zum letzten Atemzug verteidigen? Nehmt die Waffen auf!
Geht schon überall rein hier. Sehr nice. Artillery saves the day. Ich hoffe, er setzt seine Infanterie zuerst ein, dann können seine Elefanten nämlich nicht eingreifen, beziehungsweise werden dann von seinen eigenen Leuten plattgetrampelt. Aber er schickt die Schweren zuerst. Nicht dauernd auf die da hinten schießen, Leute. Die kommen auch ran. Hier, Jungs! Noch mehr Köpfe zum Abschlagen! Behaltet die Männer da drüben im Auge! Kämpfen! Verliert die laufende Schlacht. Schön. So, da kommt Cavalry. Sperre bereit! Wir müssen einmal kurz umstrategieren. Die rücken auf. Oh, Vorsicht, Freunde. Feuer frei gefällt mir gerade nicht mehr. Müssen wir aus moralischen Zwecken schon mal den General ein bisschen vorziehen. Bewegung! So, General in der Nähe. Oh, shit. Keine Feldschlacht machen, kannst vergessen. Du sollst schön zu mir kommen. Wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn hier? Einmal die Furcht einsetzen. Langbogen! Schon die Hälfte verschossen. Eigentlich wollte ich die für die Elefanten bewahren. Also wartet erstmal. Scheiße, die Elefanten kommen.
Und hier liegen doch schon tote Römer. Und ihr wollt noch mehr? Sternkämpfer, bereit zum Kampf! Erneut. Umstrukturierung. Ich mach mal keinen Keil, auch wenn sie dann mit besserem Nahkampfangriff haben, aber ich will die Abwehr stärken. Nahkampf hier vorne drin. Wind aus, Krieger! Voll konzentriert inzwischen. Können wir nochmal einen Furchtschrei machen? Die Krieger wollen Blut! Gut! Und mitten rein. Ich fürchte immer, dass ich meine eigenen Truppen treffe. Alle Elefanten auf einmal! Wie nice! Das Schöne daran ist, die können hier fast nicht verfehlen. Ach. Hab ein Haar ins Ohr gestochen. Es juckt. Wie gesagt, Friseur. Durchbruch aus. Sehr schwere Legionäre. Als Verstärkungseinheit ranholen. Beziehungsweise. Und die
Oh, der ging in meine eigenen Reihen, Leute, vergesst es. Haltet ein, Flüger! Müssen wir jetzt ohne Dingens schaffen. Irgendwer hier demotiviert schon? Nö, ne? Ah, ich kann bei euch mal Nahkampfabwehr ein bisschen erhöhen. So wenig Sonderfertigkeiten, Mann. Da ist nichts passiert. Doch, der versucht seine Kavallerie ernsthaft immer noch. Odinsspeere! Ach, das sind Odinsspeere? Okay. Nein. Das wollte ich doch gar nicht, mein Lieber. Ihr sollt euch nur auf der Front nochmal verteilen. Landbogenjäger! Fast keine Muni mehr. Da ist der General. Die letzten Pfeile verschießt ihr mal bitte an der Position. Können wir denn schon wieder die Furcht einsetzen? Machen Nahkampfangriff? Hm, okay. Oh. Laggy. General mal ein bisschen schützen. Krasser Typ mit seinem Schreiben.
Sieht mir so aus, als hätten die hier so einen Vorstoß irgendwie, die römischen Truppen. Gefällt mir nicht. Fürchtet sich vor feindlicher Einheit. Ich jetzt sage, ihr greift die an. Numidische Söldnerkavallerie. Wahrscheinlich die hier, ne? Auxiliarspeerträger. Die ist da. Egal, ihr macht das einfach mal. Ach, der war viel zu weit. Ja, der war gut. Das war doof, der ging in die eigene Einheit. Ich lasse es lieber die KI machen. Oh, halt. Ich bemerke leichte Moralunterschiede bei meiner Einheit. Wir können ja auch wieder mal Kavalleriekonter machen. Bisschen mehr Bogeneinsatz zeigen. Der war nichts mehr in Reserve, der Typ. Wenn die was wollen, sollen sie rankommen. Ich verteidige hier nur. Bodenspeere! Kommt einen Fall auf euren Schildern! Germanität wieder! Bodenspeere! Reiterei auch noch. Ist das nervig. Wir töten sie alle. Und die versuchen echt wieder hier reinzukommen.
Nee. So. Ich sehe Moral der Einheit wanken. Einschüchtern. Wen können wir nochmal einschüchtern? Die können wir einschüchtern. Kriegsschrei. Dann. Können wir auch moralisieren. Ach, die braucht noch 108 Sekunden. Das ist ja blöd. Gut. Vielleicht hilft es was. Schwere Nahkampfinfanterie? Nö, nicht so schlimm. Ich habe das Gefühl, die versuchen jetzt aber alle irgendwie hinten rum ranzulangen, weißt du? Ich wollte gerade die angreifen hier. Die Krieger kriegen Blut. In ein paar Minuten. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. ...21 von 90, und die kämpfen noch, ich glaube wohl. Kämpfende Kavallerie? Bogen muss jetzt hier mal aus der Reichweite. Blutgeschworene! Verstanden! Vorwärts! Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Rückt auf, Krieger! So, jetzt mal ordentlich hier. Bitte, danke. Mehrkämpfer! Kultlose Krieger! Speere bereit! Komm. Vergesst die Männer! Tötet die Pferde! Wir rücken nach Blut! Blutgeschworene! Wir töten sie alle! Wir rücken nach Blut zu kämpfen! Der General flieht. Alle fliehen. Wir holen uns Trophäen!
Sehr schön. Gewonnen. 1941 von 9090 Aufgestellten verloren. Dafür 6855 getötet von 9387 Aufgestellten. In your face. Oh, bin ich froh, dass wir die Elefanten gleich erledigen konnten. Mit einer Salve. Da, die hatten mir echt Sorge bereitet. Wenn die einmal durch die Reihen preschen, dann nehmen die gleich so viel Truppen mit, das ist nicht mehr heilig. Bereit zum Kommandieren aus Trigisel. Schön. Aber ich stelle hier keine Armee auf. Noch eine Runde bis zum Odin-Schrein. Langbögen. Krieg erklärt. Sparta den königlichen Skythen. Viel Spaß. Fraktion auf Dahai. Dahai steigen auf. Die Kanuten vielleicht ich jetzt handeln. Ich heiße euch willkommen. Hätte ja sein können. Liguren, Rom, Sequana. Ach, die habe ich noch gar nicht entdeckt. Die Dahai. Sadai. Ja, nö, jetzt ist mein Wir Ding jetzt gefallen, oder was? Wir hören uns eure Angebote gern an, aber wickelt sie nicht in Lügen ein. Die Geister kennen die Wahrheit. Quatsch, nicht Kanuten, oder? Lugia wollte ich. Lugia. Anatas mag ich nicht so. Guter edler Freund, welche eine Ehre ihr uns erweist. Kommt und sprecht, auf dass die Geister eure Worte hören können. Ja, ihr seid weise okay. Für euer... Wenn ich den nächsten Geldrutsch auch darauf verwenden, dann vielleicht, militärisch noch irgendwas zu machen bei denen. Dann werden wir mal sehen, ob ich die jetzt irgendwie eingliedern kann. Das wäre natürlich prima. Das wäre natürlich echt prima. So. Für den Allerhöchsten. Hat sich nichts getan. Rom. Vor der Stadt der Veneter. Hier die vernichteten Legionen. Setzt euch. Alles wie immer also. Nee, ich greif's jetzt aber nicht an. Ah, guck mal hier. Rundschild-Schwertkämpfer haben richtig Verluste erlitten. 4 Runden, bis die wieder aufgebaut sind. Der Rest geht eigentlich voll, ne? Einfach nur eine dichte Phalanx, wo keiner durchkommt. Und dann lass kämpfen. Wo wolltest du denn hin? Ach genau, du wolltest dahin. Sequana, ich hoffe, das ist jetzt kein unerlaubtes Betreten gewesen. Wir suchen Schutz. Entschuldigung. Ich heiße euch willkommen, würdiger Redner. Ich höre euch zu, weil euer Volk als Ehre... Halt die Klappe. So. An dieser Stelle speichern wir aber auch mal. So. Und switchen einmal. Ich switche nämlich einmal zum Desktop. Zum despotischen Desktop. So, einmal kurz. Switch. Facebook-Benachrichtigungen nerven.
wollte ich mich einmal gerade mal meinen eigenen meinen Stream gucken, ob er denn gut läuft und so, aber es ist natürlich wieder Werbung. Ach, Mann. So, komm, komm, Destiny-Werbung weg, kauft sich eh keiner mehr. Gibt's Destiny überhaupt? Ja, muss es ja geben, wenn sie Werbung für machen. Oh, ey, wie lange geht die Werbung denn noch? 1 Sekunde. So, sehr schön. Und würde sagen, für den Stream für heute ist jetzt auch Schluss. Ich werde gleich Mittag essen. Und wir sehen, hauen uns dann wieder irgendwann später. Ich muss heute noch was aufnehmen. Siehst du? Aufnehmen muss ich auch noch. Und bis dahin, haut da rein, habt da Spaß. Und wir sehen uns dann. Bis dahin, haut da rein und...